So, hallo Freunde, Gönner, Abonnenten. Heute möchte ich mal ausprobieren, und zwar, ich habe das schon per YouTube gesehen, dass da viele Kokosnüsse zerschlagen. Ja, und da ich das noch nicht gemacht habe, bin ich jetzt mal hier auf der Suche einer Location, wo ich das mal ausprobieren könnte. Und ja, nehme ich euch einfach mal mit. Ne? Habe ja da schon was ausgesucht. Also, schön Platz. Mal schauen, ob da heute Möglichkeit besteht, da was zu reißen. Ne? Schauen wir mal. Sind dann gleich da. Nur noch ein paar Schritte, denke ich mal. Dann geht's los. Kann ich euch gleich was zeigen, was toll ist. Ja, genau. Wer kennt diesen Sprung? Wie heißt der? Im Karate. Wie heißt dieser Sprung? Schreibt es mal in den Kommentaren, wie der Sprung heißt. So, ich glaube, hier habe ich was gefunden. Die sieht mal ganz nicht schlecht aus. Da könnte man was machen. Habt auch schon eine Idee mit dem Pfeiler da. Schaut mal her. Da könnte man auch richtig schöne Kokosnuss drauflegen. Ja. Probiere ich jetzt gerade mal aus. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, ob ich das schaffe oder einfach mal eine Herausforderung. Also, legen wir los. Das ist hier mit sehr flächiger. Also ich habe gestartet. Ich versuche es hier mit der Fläche hier. Ich versuche es hier. Halt überhaupt nicht ab. Kokosnuss hat so weit geklappt. Ihr wisst, am Schluss sage ich noch einen Spruch. Bleibt gesund, seid wachsam, seid fit. Hier noch ein Tritt. So, meine Lieben, jetzt habe ich das vollbracht und ja, hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, aber ja gut, ich habe es probiert. Hat geklappt. Wunderbar, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich bin natürlich jetzt eine Erfahrung weiter. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Und passt auf euch auf, seid wachsam, seid fit. Den Tritt, den habt ihr schon gesehen. Bis dann, euer Zahnschild 64, Manni, Manne, Manfred. Ciao!